für ihren Kurztanz gleich bekommen werden. Er spielt einen Bücherwurm, einen Professor, der von einer attraktiven Frau verführt wird. Ich glaube, der Traum eines jeden Mannes. Das jetzt dargestellt auf dem Eis von Nelly und Alex. Zuerst Foxtrot, dann Quickstep. Way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for a blue kind of music. And now they play it from steamboat springs to the past. Sehr schön, Nelly Shinganchina und Alexander Gashi. Egal, was für Levels es am Ende geben wird, es war kein sichtbarer Fehler zu sehen. Und eins ist ja noch viel wichtiger, finde ich, gerade beim Eistanzen. Es war unterhaltsam, witzig, eine nette Komödie auf dem Eis. Sie konnten den Tanz ja schon mal hier in Sochi zeigen. Letzte Woche beim Teamwettkampf liefen sie ja schon einmal den Kurztanz. Allerdings kann ich gleich vorwegnehmen, sie haben sowohl im Fanstep einmal nur Schwierigkeitsgrad 3 bekommen, als auch bei ihren Twizzles und auch bei der Schrittsequenz haben sie nur den dritten Schwierigkeitsgrad zugesprochen bekommen. Dafür gibt es unten die Experten, wie im Einzellaufen, die Spezialisten, die das kontrollieren. Und übrigens der Mann in der Mitte mit dem schwarzen Jackett, das war Martin Skutnitzki, der Miterfinder des Finsteps. Ein bisschen langsam gedreht, nicht ganz so hoch die Geschwindigkeit bei diesen Twizzles. Und auch nicht wie die Italiener schon zum Beispiel davor, die noch mal eine dritte Version von den Twizzles dahinter gehängt haben. Es gibt ja in diesem Finstep, der über eine ganze Runde geht, drei sogenannte Keypoints, Schlüsselstellen, die besonders genau beobachtet werden und ganz starken Einfluss auf die Bewertung haben.
Ihnen diese genau zu benennen, würde hier viel zu weit führen. Ich glaube, da schauen wir eher zu und verlassen uns auf das, was die Spezialisten unten an Levels hervorzaubern und dann auch bewerten. Also das nochmal rechts im Bild, Martin Skodnitzki, der Bundestrainer, Eistanzen, hat schon viele große Paare hervorgebracht. Man erinnert sich nur an Isabelle und Paul Duchesne, den Dschungeltanz, den er mit dem Paar kreiert hat. Links der Trainer, Herr Sinizin. Und jetzt zittern wir um die Punkte.